Moment, also ja, wir machen nämlich mit dem vierten Teil weiter, so gesehen mit der vierten Mission vom Mondlizenzierungsprogramm, und betreten dann den Krisensektor. Ist das der hier, ja, ne? Ja, wohl wahrscheinlich. Ein unserer Schiffe da weg, aber alle in einem Stück. Ja, gut, können wir eh nur das erst machen. Wir haben keine Abkürzung verfügbar, dann können wir auch nicht upgraden. Schwierigkeitsgrad können wir auch nur den standardmäßigen nehmen, weil die schwierigen nicht möglich sind. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Mission an und zerstören dann das Kommando des Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. So, ein bisschen Action ist natürlich auch wieder sinnvoll. Jetzt aber 313 durch die Down. Ich vergesse erstmal, dass ich nochmal neu starten muss danach. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Umkreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Wie ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Okay. Durchbrich ihre Blockade und befreie unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Dann kriegen wir hin. So. Oh. Ich würde sagen, wir gehen. Wenn wir nach da gehen, kommen die wahrscheinlich auch hinzu. Deswegen würde ich sagen, macht es mehr Sinn, wenn wir erst auf die gehen. Alle zum Einsatz. Kann noch ein bisschen Treibstoff aufsammeln und so weiter. Und nehmen dann nochmal den das Raketensperrfeuer auf und schießen auf den Turm. Wunderbar. Was haben wir? Was? Ja, das wollen wir sowieso machen. Moment. Ja. Wir machen einfach hier alles, was geht. Oh Gott, hier am Haus. Taktischer Zug wäre hier durch und die angreifen. Roger. Ja, das stimmt, der Typ, der heilt unsere Schiffe hier oder so ist eine Art. Zum Einsatz. Dann gehen wir auf den. Und nehmen nochmal das Iridium mit. Die Grafen natürlich auch. Alle zum Einsatz. Ich sehe schon, was los ist. Kein Problem. Ja, das ist nett fürs Eingreifen und jetzt ab aufs Iridiumlager. So. Gab es hier nicht irgendwie auch solche Seitenmissionen oder war das erst in anderen Sachen? Ja, das war auch hier. Das machen wir, bevor wir den ganzen anderen Krimskrams zerstören. Hier haben wir noch eine große Mine, dann können wir mal die große Mine zerstören. So, wir haben das ganze Minenfeld dort. Und platsch. Wir sind unterwegs. Ja, wir zerstören einfach mal die Mauer. Oh, okay, wir wurden angegriffen. Bereit für Einsatz. Dann greifen wir auch dann zurück an. Ich glaube, besser geht's nicht. Muss nicht unbedingt jetzt jedes Mal eine Meldung kommen, wenn wir irgendwie angegriffen werden. Das kann auch ruhig noch mehr angreifen als nur diese paar, dieses eine Schiff. Wunderbar, nehmen wir mit. Und Raketensperrfeuer. Und dann würde ich sagen, erledigen wir den Rest erstmal hier unten. Bestätigt.
widerstanden. Heieiei. Das war... ja, würde mal sagen, sehr interessant gelöst. Waffensysteme bereit. War jetzt eigentlich auch nicht so wirklich der Plan gewesen, direkt von allen Seiten angegriffen zu werden. Dann heil uns nochmal. Ja, danke. Und dann gehen wir auf den Turm. Habe ich noch einen Turm vergessen? Hier nirgendwo? Nee. Vor allem nirgendwo. Irgendwo meine ich eigentlich. Dann gehen wir erstmal auf den Turm, dann die Mauer ist ja wahrscheinlich auch nicht platt. Feuer frei. So, fertig. Es ist so gut wie neu. Defender und Bombarder. Waffensysteme bereit. Volle Kraft auf Angriff. Alle zum Einsatz. Koordinaten bestätigt. Dann nehmen wir uns nochmal das Iridium und zerstören hier den Graphen, das Graphenlager. Alle zum Einsatz. Und schnappen uns dann das Iridiumlager. Machen dann davor noch die beiden Hunter platt. Bestätigt. So, Graphen mitnehmen, jawoll. Ziel bestätigt. Und dann gehen wir mal lieber so dorthin. Feind entdeckt. Alle bereit machen. Ja gut. Instandsetzung läuft. Hunter hat wohl nicht so viel gebracht. Dann gehen wir auf die Minen. Dürfen vielleicht ausreichen. Zumindest um einen Teil von den Gegnern zu killen. Ich bin mal gespannt, wie Anno 2018 wird. Also. Waffensysteme bereit. Das wird auch nochmal schön nice. Feuer frei. Das meiste auf alle einzeln gehen, das ist ja auch sehr interessant, diese Veränderung. Aber ich muss schon sagen, so von der Wassereffekt ist doch schon gelungen, muss man schon sagen. Volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus, aber bitte nicht an Land. Okay. Hä? Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch rangezoomt. Oder kommt man nur so vor? Jetzt haben wir mitten auf dem Meer einen Tower. Verstanden. Wenn wir es perfekt timen können, kommt diese Karawane nicht auf uns zu. Also wir können den Turm erstmal in Ruhe angreifen. Und zerstören. Da kommen sie. Du steckst hauptsächlich was ein, oder? Keine Sorge, meine Drohnen kümmern sich drum. Gehen wir noch rechts rum. Schauen wir uns in den EMP-Impuls. Hauen die jetzt ab, oder wie? Sieht ja fast ein bisschen so aus. Waffensysteme bereit. Oh je. Dann sollten wir erstmal den befestigten Turm da machen.
gut. Unser Turtle hält auch was aus. Alle bereit machen. Und wir haben Defender. Alles klar. Ich krieg deine Generalüberholung. Naja, mach mal ruhig. Volle Kraft voraus. Hä? Oh, wo kommt der denn her? Okay. Wo brauchen wir den jetzt wieder herkommen? Ist Maximum, ne? Ja, ist Maximum. Dann können wir auf die große Mine gehen. Platsch. Und die beiden Bombarder ausschalten. Und dann die kleinen Bombendrohnen. Drohnen? Bereit für Einsatz. Wir sind unterwegs. Wunderbar, wunderbar, wir sind unterwegs, das ist so richtig. Im Gange. Instandsetzung läuft. Ziel bestätigt. Ceridium-Lager. Langsam sollte er mal unseren Sparkler. Nein, die will ich ja noch gar nicht angreifen. Das kommt noch ganz zum Schluss, ja, noch so wieder tun. Bereit für Einsatz. Erstmal die Mauer zerstören, dann können wir auf den befestigten Turm gehen. Waffensysteme bereit. Dann machen wir den Weg frei und hier überall. Bestätigt. Grünes Licht. Ja, gut. Die waren jetzt nicht so lange da. Was haben wir denn hier? Viele Gegner an und die werden vermutlich auf sie schießen. Sind sie noch dabei? Sind sie vor einer Feste auf dem Land annehmen? Die Reparaturdrohnen sind im Einsatz. Der Schaden müsste bald unter Kontrolle sein. Dann suchen wir mal die Fässer. 1 von 5, 2 von 5. Fliegen. Irgendwo müssen die doch sein. Wahrscheinlich da, wo wir noch hingehen. So, jetzt fehlt noch eins. Ein verlorenes Ölfass fehlt nur noch. Okay. Das haben wir es aber, ne? Schau an, wer da ist. Sie können sich einen MP-Impuls an. Ja. EMP-Impuls finden wir bestimmt auch hier auf dem Boden. Hier rumliegen. Vorne, glaube ich. Ja. Eins liefern. Und zack. Sollte man sich wirklich nicht anlegen. Wir brauchen also auch wieder ein bisschen mehr Kredit. Wir sollten das Ganze hier schnellstmöglich beenden. Alle zum Einsatz. Damit wir wieder Geld schaffen können. Alles klar, ich krieg deine General.
Waffensysteme bereit. Gut. Kann man ja schon was ändern, wenn da wir dran sind. Dann auf die große Mine, der geschützte der Turm sollte dadurch jede Menge verlieren. Ja, kann man so sagen. Hier hinten haben wir eigentlich gar nichts mehr, da können wir schon. Ach ja. Der schön. Der tauchte so plötzlich auf. Nein, das große Schiff soll nicht dahin gehen, nicht in die Minen reinfahren. Na gut. Machen wir machen. Waffensysteme. Instandsetzung läuft. Feen und ja, Schere halt in der Mine. Garantiert sinnvoll. So, auch auf die große Mine, um den Geschützten anzugreifen. Verstanden. Und da haben wir schon noch ein bisschen Graphen vor uns. Und Iridium. Genauso gut. Ziel besteht. Auf dem Hunter. Die ganzen hier Impulse und Unterstützung von Raketenfeuer, die brauchen wir eigentlich auch noch nicht bei dieser Mission, eher bei den folgenden Missionen. Aber dadurch wird es halt schneller gehen. Koordinaten bestätigt. Noch ein bisschen Graphen sammeln. Und dann haben wir unsere letzten zwei Gegner. Ich glaube, an Lagern haben wir auch alle mittlerweile erreicht. Und dann können wir. Ne, gar nicht. Ich hab, wow. Ein Graphenlager natürlich übersehen. Der Wahnsinn. Wenn ich das hier übersehen habe, habe ich bestimmt noch eins übersehen. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Ja, ist ja gut. Freu dich mal. Bestätigt. Nicht alles lässt sich mit normalen. Benutzen Sie Wellenmine viermal. Ja gut, nutzen wir die halt ein paar Mal. Und sammeln ein bisschen Treibstoff auf, was wir später nochmal nutzen können. Wirklich knallhart. So, alles erledigt. Super. Dann sammeln wir mal bestätigt ein bisschen Sprit auf und zerstören dann das letzte Lager da hinten. Wahrscheinlich wirklich das allerletzte Lager ist. Verstanden. Verstanden. Ich könnte doch bestimmt, nee. Bereit für Einsatz. Ja, dann kommt mal vorbei und dann können wir das Ganze hier beenden. Kraft voraus. Und Graphen, das wollen wir. Und jetzt geht's. Den an den Kragen. Starte Nuklearrakete. Noch eine Nuklearrakete. Nuklearrakete. Ziel.
glaube, besser geht's nicht. Oh, den Rest hat noch so. Hat noch alle so geschafft, aber. Sie haben gesiegt. Andere Art, alles klar. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden. Unsere Mannschaft so wird es dir danken. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Ich hab dein Schiff aufgemotzt. Ich bin froh, dass sie unverletzt zurückgekehrt sind. Ja, ich auch. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Ja. Wir haben den Kontakt zur Luna Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Okay. Take a body's high.